Grüezi miteinander, willkommen, das reicht jetzt auch mit der Folklore. Und Kuhglocken, ja, aber nur ganz kurz. Und Alphorn, nee. Och ja, willkommen zum Schweizer Nationalepos Wilhelm Tell, das erstens kein Epos, sondern ein Schauspiel ist und zweitens von einem Schwaben in Weimar geschrieben wurde, nämlich Fritz Schiller, und zwar 1804. Mit dabei sind Wilhelm Tell, ein unglaublich männlicher Mann, der den ganzen Tag mit seiner Wumme, also Armbrust, rumläuft, angeblich weil er Jäger ist. Er hat eine Frau namens Hedwig, die ihn begründetermaßen unvernünftig und verantwortungslos findet, sowie zwei Söhne, nämlich Welti und Willi, die wir schon kennengelernt haben. Walter ist nach seinem Opa Walter Fürst, Tells Schwiegervater, benannt, einem der Honoratioren im Kanton Uri. Entsprechend gibt es in den anderen beiden Urkantonen auch noch Honoratioren. Werner Stauffacher in Schwyz und Arnold von Melchtal in Unterwalden. Dann gibt es den Feind der Freiheit, nämlich den Reichsvogt Hermann Gessler, der zwar ein Arsch ist, aber eben den Kaiser stellvertritt. Und deswegen schmeißt sich der junge Schweizer Adlige Ulrich von Rudenz immer an ihn ran. Naja, eigentlich sucht er die Nähe des Edelfräuleins Bertha von Bruneck, die auch immer bei dem Gessler rumhängen muss, während sein Onkel, der alte Freiherr von Attinghausen, lieber mit seinen untergebenen Bauern rumhängt, aber der ist ja eben auch schon sehr alt. Weiterhin gibt es noch 36 namentlich genannte Figuren und viele Statisten im Stück, also riesengroß. Wir befinden uns um 1300 in den Alpen, damals Teil des Deutschen Reiches. Ein Habsburger ist römischer Kaiser und versucht, den Schweizern ihre alte Autonomie abzujagen. Sie sollen habsburgische Erblande werden. Der erste Akt beginnt damit, dass die habsburgische Grausamkeit so richtig deutlich werden soll. Und wir befinden uns am Ufer des Vierwaldstätter Sees und lernen ein Stück Schweizer Alltag zwischen einem Fischer, einem Jäger und einem Hirten kennen. Schau, ein Sturm zieht auf. Ja, ja. Da kommt ein Flüchtling des Weges und sagt, schnell, Fischer, setz mich über auf die andere Seeseite. Die sind hinter mir her. Ich habe den Burgvogt erschlagen, den habsburgischen, weil er meine Frau vergewaltigen wollte. Nee, die Fähre ist geschlossen wegen Gewitter. Da kommt zufällig der Tell des Weges und sagt, du willst darüber? Mich schreckt ein bisschen Sturm nicht, ich rudere dich hin. Das tut er und die Verfolger gucken blöd, dafür stecken sie ein paar Häuschen an. In Altdorf soll eine neue Zwingburg gebaut werden und ein habsburgischer Antreiber versucht, die Schweizer zu mehr Eile zu nötigen und sagt, schneller ihr Schweizer, hoch mit der Habsburg. Da kommen auch der Tell und der Stauffacher vorbei und gucken ein bisschen, da fällt den Ösis gerade noch was anderes ein. So, auf dieser Stange steckt der Hut des Landvogts Gessler. Wer den sieht, wer da vorbeikommt, der verbeugt sich wie vom Landvogt selber. Ist das klar? Und der Tell so, mei, die lassen sich auch jeden Tag einen anderen Schmarrn einfallen. Du, ich hatte gerade eine Szene mit meiner Frau, die sagt auch, wir sollen ruhig einen Aufstand machen. Ja, dann plant mal schön. Und du? Du, ich bin eher so der Outdoor-Typ. Wenn ihr fertig geplant habt, sagt ihr einfach Bescheid. Okay, also geht der Stauffacher zum Walter Fürst, zu Tells Schwiegervater und sagt, Walter, wir müssen unbedingt was machen. In Unterwalden haben sie sogar dem alten Melchtal, psst, die Augen ausgestochen. Nein! Wer ist denn das? Der junge Melchtal. Papa! Oh, so ein Mist. Wir machen ein konspiratives Treffen und zwar bringt jeder 10 Leute aus seinem Kanton mit. Super, dann treffen wir uns doch im Rütli. Und das alles beschließen diese Schweizer, ohne dass es dazu irgendwelcher Adligen bedürfte. Die haben aber auch gerade was anderes zu tun. Also jedenfalls der Attinghausen. Ja, ich bin ja auch viel zu alt für diese Art von konspirativen Treffen. Schleicht sein Neffe vorbei und der so, Uli, wo willst du hin? Ich will nur mal schnell nach Altdorf, ich muss noch mal schnell. Du willst dich bei unseren Feinden anschleimen, du Verräter. Was? Die Österreicher sind nicht unsere Feinde, die wollen nur unser Bestes und die Schweizer sind auch immer so unfreundlich. Ach, hör auf, du bist doch nur hinter der Bertha her. Boah, und geht ab und der so, nein. Und mit einer für die Schweizer ungewöhnlichen Geschwindigkeit kommen ganz viele Konspiratoren in diesem Rütli zusammen. Das ist eine sehr kleine Wiese, wie man hier sieht. Und natürlich auch diejenigen, die das Ganze angeleiert haben. Und ein Pfarrer ist auch noch dabei. Und einer sagt so, jeder trägt sich in die Namensliste ein. Und die Namen kommen alle bei Schiller vor. Dann das Impulsreferat vom Staufi, bitte. Und der Stauffacher tritt vor und sagt, seit der Völkerwanderungszeit sind wir frei. Wir kommen zwar von Norden, aber jetzt sind wir freie Schweizer. Und die Österreicher sind doof, die wollen uns das wegnehmen. Und der Pfarrer Rösselmann sagt, aber vielleicht sollten wir einfach machen, was sie wollen. Dann sind die auch wieder nett zu uns. Und alle so, pfui, nein, auf keinen Fall. Und Stauffacher sagt den schönen Satz, nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht. Wir machen Aufstand. Und dann streiten sie noch ein bisschen darüber, wann sie den Aufstand machen sollen, aber am Ende einigen sie sich. Und dann kann der Rösselmann noch ein bisschen was gut machen, denn er hat sich was einfallen lassen, den Rütli-Eid, so eine Art Club-Rap für die Schweiz, den sie ablegen und so zu Eidgenossen werden. Also, alle mir nach. Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft leben. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen und auch vor keinem fünfhebigen Jambus. Super, damit wirst du bestimmt der neue Superstar der Schweiz.
Der Titelheld war ja bis jetzt nur ganz kurz aufgetaucht, aber jetzt gibt es eine Home-Story bei den Tells Anfang des dritten Aktes, wo die ganze Familie beim Heimwerken zusammen ist. So, die Stiel im Haus erspart denen, jetzt ist aber auch gut mit der Obi-Werbung. So, Dings, ich muss dann mal, Hedwig, ich heiße Hedwig, ich bin deine Frau. Ja, sicher, wo willst du denn hin? Ich will zu deinem Papa in Altdorf, die machen da aber einen Aufstand. Ja eben, das ist total gefährlich, geh da nicht hin. Manchmal muss ein Mann tun, was ein Mann tun muss. Aber die Kinder bleiben hier. Ich will aber mit dem Papa gehen. Und die gehen. Und die so, Männer. Bei einem Jagdausflug kann der Ulrich von Rudenz endlich mal mit der Bertha sprechen. Und der so, du, ich lieb dich voll. Und die so, ja, aber ich dich nur, wenn du mal aufhörst, den Österreichern in den Arsch zu kriechen. Hä? Das mach ich doch nur wegen dir. Ja, Depp, sei mal lieber ein freier Schweizer, dann wirst du vielleicht auch mein Schweizer Freier. Cool. Bei der Hutstange in Altdorf stehen zwei Wachen. Der eine schämt sich ein bisschen, der andere so, aber wir haben heute noch gar keinen Strafzettel verteilt. Da kommt der Tell mit seinem Jungen vorbei. Die scheren sich nicht um die Stange. Deswegen der so, du hast dich nicht verbeugt, du bist festgenommen. Und der so, hier, mach mal halblang. Hilfe! Da kommen all die freien Schweizer und sagen, ey, lass den Tell in Ruhe. Und der weiß gar nicht, was er machen soll. Da kommt der Landvogt vorbei und sagt, wo ist mein Nu? Achso, der ist ja auf der Stange. Was ist hier los? Der Tell hat sich nicht verbeugt und ich wollte den verhaften, aber die lassen mich nicht. Ist das wahr? Ja, Entschuldigung, kommt nicht wieder vor. Kier, du bist doch ein guter Schütze, ne? Ja, der Papa trifft auf 100 Schritte. So, also heute ist Obsttag und ich kann diesen vegetarischen Quatsch nicht haben. Hier ist ein Apfel, den schießt du jetzt mal vom Kopfe deines Sohnes runter. Und der so, was? Und alle so, nein! Und der so, dann erschießt du mich lieber gleich. Ich erschieße dich und deinen Sohn, wenn du das nicht machst. Und der stellt sich da an so einen Baum, das wäre jetzt mal hier der Baum, bei uns ist das die Stange. Und der legt an und der zittert aber so und sagt, nein, ich kann das nicht. Und das Edelfräulein von Runeck springt vor und sagt, hier, jetzt ist aber auch mal Schluss, mit solchen Sachen macht man keine Witze. Das ist kein Witz, es wird jetzt geschossen. Und alle anderen schlagen sich auch in die Bresche und der Schwiegervater sagt, hier, du kannst mein ganzes Geld haben. Und zuletzt springt der Ulrich von Rudenz vor und sagt, so grausam, lieber Herr Gessler, wäre noch nicht mal der Kaiser. Boah, das merke ich mir, da tschack, im Hintergrund wird geschossen. Und also, wah, er hat's geschafft, er hat's geschafft, er hat den Apfel runtergeschossen. Und tatsächlich hat der Tell den Apfel vom Haupt des Sohnes geschossen. Und der Gessler so, na, das war mal ein Schuss. Was wolltest du mit dem zweiten Pfeil, den du aus dem Köcher genommen hast? Mein Leben ist jetzt aber sicher, ja? Na, selbstverständlich. Damit hätte ich dich erschossen, falls ich meinen Sohn versehentlich getroffen hätte. Und er so, ach, hättest du das? Abführen, nach Küssnacht. Und alle so, hey, der ist doch frei. Nee, ich habe nur gesagt, dass er nicht stirbt. Und dann wird er tatsächlich abgeführt. Der vierte Akt fängt wieder, genau wie der erste, am Ufer des Vierwaldstätter Sees an. Und wir sehen wieder den Fischer, der da rausguckt und sagt, ach, guck, da stürmt's wieder. Und da fährt ja auch das Schiff, wo die den Tell nach Küssnacht bringen. Hä, Tell? Wie ist denn das passiert? Du, es hat so gestürmt, die wollten das Steuere, da bin ich an Land gesprungen. Wo geht's denn hier nach Küssnacht? Ja, da lang, aber wieso willst du denn jetzt noch... Währenddessen versucht in seinem Häuschen der alte Attinghausen in Ruhe zu sterben im Kreis seiner Freunde. Da platzt Frau Tell herein. Wo ist mein Mann? Ja, den haben sie doch verhaftet. Wieso habt ihr das nicht verhindert? Der rettet euch doch auch ständig. Du, das war nicht so einfach und jetzt mal nicht so laut. Hier stirbt einer. Dann hält sie ein bisschen die Klappe und der so, ist der Uli immer noch so doof? Nein, der hat sich besonnen. Der ist jetzt wieder einer von uns. Super, dann kann ich ja, bevor ich abtrete, noch eine Prophezeiung machen. Ich prophezeie, dass wir eine stolze und unabhängige Wirtschaftsnation werden. Also, dass wir das Tyrannenjoch abschütteln und das diskrete Schließfach der Welt werden. Arg! Und stirbt. Da kommt der Uli abgehetzt und sagt, nein, jetzt habe ich den verpasst. Aber ich habe gehört, ihr macht einen Aufstand. Da mache ich mit. Und jetzt kommen wir zu einer ominösen Szene an einer Straße, wo der Tell steht und sagt, durch diese hohle Gasse, also hier muss der vorbeikommen, das ist der einzige Weg nach Küssnacht, ich setze mich in den Busch und erschieße ihn aus Rache. Diese Ausführungen dauern bei Schiller 100 Verse und reimen sich obendrein. Da kommt eine Hochzeit vorbei und versperrt den Weg. Und dann macht eine Frau einen Sitzstreik, kurz bevor der Gessler und seine Begleitung aufschlagen. Und er so, was willst denn du? Ich will meinen Mann, den habt ihr unrechtmäßig gefangen gehalten. Jetzt verbiss dich mal, sonst puff. Und er so, tödlich getroffen, stürzt er nieder. Und der Tell kann aber entkommen und gibt damit das Zeichen für den Aufstand. In Altdorf reißen sie die Stange mit dem Hut nieder und erzählen sich anschließend, wie gut das mit dem Aufstand überall geklappt hat. Und dann tritt der Stauffacher vor und sagt, ihr werdet's nicht glauben, der Oberösi ist tot. Der Kaiser wurde ermordet von seinem Neffen, weil der zudem auch immer so arschig war. Und jetzt wird wahrscheinlich ein Luxemburger Kaiser und kann uns dann Tipps zum Thema Steueroasen geben. Und dann sind wir hier sicher in der Schmalz. Also dann, Party beim Tell. Und die machen sich auf den Weg zum Tell. Dort allerdings ist ein sonderbarer Gast angekommen und sagt, Wilhelm Tell, du guckst so verdächtig schuldig, du musst der Kaisermörderneffe sein. Ja, Johannes Parizida, ich dachte, du verstehst das, weil ich den Gessler umgenietet habe. Hör mal, der hätte mich fast zum Kindermörder gemacht.
Ja, das ist ja wohl nicht ganz dasselbe, oder? Nee. Also, ab mit dir nach Italien, bestell dem Papst einen schönen Gruß und frag ihn, ob er dir einen Ablass erteilt. Ja, danke, bitte, tschüss. Und kaum ist er weg, kommen die ganzen anderen freien Schweizer und machen einen Sitzkreis und freuen sich, braten Wildschweine und so. Und der Uli von Rudenz tritt vor und sagt, so, und die Bertha und ich heiraten als freie Schweizer im Kreise freier Schweizer. Und im Hintergrund sagt einer, nein, du wirst nicht singen. Und das, liebe Gemeinde, war Wilhelm Tell von Friedrich Schiller. Vielen Dank.